Clever TV wird präsentiert von Autohaus Büsken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Clever TV hier aus den Düsseldorfer Messehallen 2016. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Clever hat's wieder mal gebracht und wir haben ihn endlich. Den 6,36 Meter Kastenwagen mit Längsbetten und normaler Dachhöhe. Hier steht er und ist ein Sondermodell. Sondermodell Runner mit All-In-Paket. Und das kennen Sie ja schon bei Clever, dass die sich haben richtig was einfallen lassen. Und der Ralf hat wieder ein super Auto gebaut. Und ja, ich freue mich richtig, Ihnen den hier heute mal zeigen zu dürfen. Für alle noch nicht so in der Clever-Welt angekommenen Kunden möchte ich Sie erst einmal auf die Clever-Highlights hinweisen. Und dafür machen wir einen kleinen Rundgang und fangen mal hier bei den Fenstern an. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Fenster sind die guten Seitzrahmenfenster. Die Seitzrahmenfenster haben den Vorteil, dass sie in die Karosserie eingearbeitet sind und nicht wie bei vielen Mitbewerbern einfach aufliegen. Der Vorteil durch die Einarbeitung ist, dass wir einen besonderen Diebstahlschutz haben, weniger Verschmutzungsgefahr, das Ganze macht weniger Windgeräusche und sieht auch noch besser aus. Also super Sache, Seitzrahmenfenster bei Clever Standard und Serie, da legen wir sehr viel Wert drauf. Besonderes Highlight im Innenraum ist die Holz- und die Holzfertigung und der Möbelbau. Alle von Clever gefertigten Möbelkomponenten sind in einer besonders soliden Ausführung in 15 mm Pappelsperrholz. Wir können hier mal ein bisschen näher ran. Also heute ist der Herr Schneider an der Kamera hier. Ja, hallo. Da ist er, genau. Mit dem können Sie auch mal sprechen. Hier bin ich. Mit dem können Sie ja auch mal sprechen, wenn Sie wollen. Der ist bei uns auch im Laden. Jetzt filmt er. Jetzt sehen Sie nicht, vielleicht gleich im Spiegel im Bad. Also, guck mal nochmal hier unten. 15 mm Pappelsperrholz und alle außenliegenden Kanten sind besonders mit diesem Stoßkantenumleimer geschützt. Was bei Clever auch besonders schön und solide ist, ist also hier die Arbeitsplattenverlängerung des Tisches. Gucken wir uns das hier mal an. Wir haben also hier die besonders stabile Ausführung in doppelter Variante in Metall mit einer Fernentriegelung von hier unten. Einfach hier so drücken, kann das Ganze runterklappen. Und wo wir gerade so schön an der Küchenzeile sind, können wir auch vielleicht einmal so auf diesen Arbeitsplattenbereich füllen. Ich klappe den jetzt hier mal auf. Machen wir nochmal die Verlängerung nach vorne. So, und dann haben Sie also hier Ihre Küchenzeile. Und kommen Sie ruhig mal ein Stück rein, Herr Schneider. So, genau, und hier bei der Küchenzeile ist es so, wir haben zwei schöne Kochstellen. Eine für den größeren Topf, eine für den kleineren Topf. Ein tiefgezogenes Spülbecken, so sage ich schon mal auch in den anderen Videos, wenn die Nudeln mal überkochen, kein Problem, das läuft dann direkt hier in der Spüle ab, haben Sie keine Sauerei, super Sache. Natürlich mit warm und kalt Wasser. Übrigens, alle Clever Reisemobile haben ja auch eine super Heizung von Truma und da ist ein 10 Liter Warmwasserboiler verbaut und das Wasser können Sie zwischen 40 und 60 Grad aufheizen und dann können Sie damit spülen. Oder sich die Hände waschen oder vielleicht schon mal abduschen. Dusche haben wir ja auch noch. Guck mal gleich noch. So, ich mache hier mal wieder zu. Und dann schauen wir, ich klappe da nochmal weg. Haben Sie freiere Bahn. Ja, hier sind die Schubladen. Und ich ziehe sie jetzt mal ganz langsam raus. Ja, das genießen wir jetzt mal. Wir ziehen und ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Vollauszug, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieser Bereich ist auch passend für eine Besteckeinlage, die war hier gestern noch drin. Wir haben ja schon den einen oder anderen Messetag hinter uns. Jetzt ist sie weg. Ja, passt von Ikea, also überhaupt kein Thema. Alle Schubladen haben Vollauszug und sind in 15 mm Pappelsperrholz auch von innen gefertigt. Wir haben also nicht die Situation, dass wir hier eine Kunststoffschublade haben, die sich bei heißen Witterungsbedingungen verzieht oder wenn mal ein bisschen viel Besteck drin ist. Im Gegenteil, wir haben hier die besonders solide Ausführung. Und das ist ja auch was, was ich gerne sage, hier haben Sie was für die Ewigkeit. Ne, alle sind mit Vollauszug. Hier haben wir noch eine, die ist auch schön tief, können Sie mal einen Topf reinstellen. Und dann haben wir auch natürlich noch einen Schrank zum Aufklappen. Das ist dieser. Da filmen wir auch mal rein. Können Sie auch zoomen.
Das geht da oben, genau. Geht das? Mit dem Zoom? Da. Ja, war der falsche Knopf. Falscher Knopf. Ist aber noch an. Ja, gut. Ist noch an. Hier haben sie dann einen schönen Schrank. Hier ist der nächste Schrank. Unten ist übrigens der Kompressor hier. Das ist also ganz cool für den Kühlschrank. Er ist getrennt vom Kühlschrank, sodass ihr also hier die 95 Liter, ich mach mal auf, na, füllen wir mal rein, die 95 Liter zur vollen Verfügung haben. Und hier in dem Fach haben sie alle Möglichkeiten, auch mal was einzufrieren, vielleicht auch mal ein Eis. Je nachdem, wenn sie mal irgendwo was weiter wegfahren und wollen mal ein Eis essen, können sie sich mal ein Eis nehmen. Ja, das geht auch. So Eiskonfekt ist auch mal lecker. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Eiskonfekt in diesen, wissen Sie noch, in diesen bunten Aluminium-Dingern. Eiskonfekt, ne, Herr Schneider? Die gibt es noch. Gibt's noch? Ja. Ab und zu. Kann man auch da rein tun. Ja. So, hier passen dann auch 1,5 Liter Flaschen rein. Und die können Sie dann mit allem Möglichen füllen. Erst ist ja meistens Wasser drin. Wenn man am richtigen Campingplatz ist, dann wissen Sie, wo Sie hingehen. Dann füllen Sie auch vom Fass. Weißwein, Rotwein, alles ist möglich. Ja, jetzt sind wir schon in dem Bereich angekommen. Und jetzt müssen wir uns aber dann trotzdem nochmal hier unserer Sitzgruppe widmen. Und dafür, genau, gehen wir nochmal eben nach draußen. Da haben wir ja hier bei Clever die besonders tolle Sitzbank. Das ist diese. Und die kann man ja verstellen in drei Positionen. Ich mache das mal. Position 1 nach vorne. Das ist die Komfortvariante mit leicht gebeugter, schräg geführter Rückenlehne. Ich setze mich mal drauf. Ah, herrlich. Hier sitzt man richtig gut. Hier kann man aushalten. Hier stören keine Gurte, die von der Mitte geführt werden. Hier kann man sich bei Bedarf von außen nach innen anschnallen und hat dann auch den entsprechenden Kurvenschutz und fällt nicht aus dem Sitz. Da gibt es ja andere Hersteller. Da schnallen sie sich dann von innen nach außen an und dann können sie ja aus dem Sitz rausfallen in der Kurve, wenn man schnell fährt. Hier haben sie doppelte Sicherheit und deswegen super Sache. Des Weiteren haben wir die nächste Verstellmöglichkeit, das ist dann die für fortgeschrittene Stunde, die vordere. Das ist dann die für, so, da sehen Sie schon, dieser Weg hier, der ist jetzt sogar ein bisschen länger und die Rückenlehne ist noch ein bisschen schräger und da ist also dann noch bequemer. So, jetzt drehe ich hier mal den Tisch raus, führe das noch mal rum. Und dann sehen Sie, also hier haben Sie einen wunderschönen Sitzbereich, wo Sie also wirklich in aller Ruhe sich richtig gut gehen lassen können. Da können Sie Ihre Frau bekochen, ja, schön mit einem herrlichen Mahl mal, alles ist möglich. Der Tisch als solcher ist natürlich auch noch verschiebbar, hier in dieser Leiste. Schau mal, ich klappe da mal runter. Können Sie noch mal ein bisschen näher kommen, Herr Schneider? Dann zoomen wir da mal ran, ich mache mal ein bisschen mehr Licht, so. Hier in dieser Leiste können Sie ein bisschen vorne anheben und dann hier verschieben, so dass Sie also hier auch die Möglichkeit haben, den Sitz auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ist also auch sehr schön gemacht. Ja, also hier oberhalb von der Sitzgruppe, da haben wir ja zum Beispiel unsere Beleuchtungskörper. Ist auch nochmal ein clever Highlight. Die sind nämlich mit LED-Warmlicht, also blenden nicht, sind wirklich schön romantische Beleuchtung. Die können Sie also durch Drücken hier in der Mitte aus- und einschalten. Die können Sie schwenken, auch im eingeschalteten Zustand. Also super Dinger. Haben wir hier zwei. Über der Küche eine. Da ist sie. Und hinten natürlich auch nochmal. Und zu dem hinteren Bereich kommen wir ja gleich sowieso nochmal. Aber bevor wir nach hinten gehen, machen wir erstmal so eine Schrankklappe auf. Weil hier haben wir nämlich auch wieder die besonders solide Ausbauqualität bei Clever. Wir haben nämlich die 8-fach verschraubten Metallscharniere. Diese Metallscharniere, die gibt es also bei allen Oberschrankklappen bei Clever. Und ja, das ist wie aus dem Wohnzimmerschrank. Ne, da haben sie richtig schöne, solide Qualität und funktioniert sehr gut. Hier oben haben wir aus, das ist auch Serie hier bei unserem Runner. Das ist die große Panorama Dachhaube 50 auf 70 cm. Ich mache mal hier so ein bisschen zu. Fliegenschutz oder Verdunklung. Serie. Und Sie können natürlich auch aufstellen. Das geht dann so. Und ich sage Ihnen eins, hier in so einer Messehalle, da tut richtig gut, mal ein bisschen Luft reinlassen. So, was haben wir noch serienmäßig, Herr Schneider? Die Fliegenschutztüre. Die zeigen wir auch noch mal.
Die ist auch Serie. Dann haben wir hier vorne die Remis Fahrerhausverdunklung. Die gibt es dann auch für die Windschutzscheibe. Zieht sich dann hier so in der Mitte zusammen. Ist auch Serie. Genauso wie die elektrische Trittstufe. Die fährt dann auch rein, sobald sie die Zündung anmachen. Ist auch Serie. Und dann haben wir die elektronische Zuziehhilfe für die Schiebetüre. Da ist sie. Ich zeige es Ihnen mal. Ganz tolle Sache. Achtung, Schiebetüre leicht anlegen und dann fährt die hier ran. Hier müssen Sie füllen. Ne? Haben Sie? Habe ich. Alles klar. Gut. Auch Serie bei Clever. Genauso wie die Regenrinne hier oben. Und die hat sogar noch eine Beleuchtung. Ich mache sie mal an. Da ist sie. Beleuchtung. Und wenn Sie das noch ergänzen wollen, dann können Sie sich hier diese Klappe noch zusätzlich kaufen. Das ist dann noch ein Regenschutz oder ein Sonnenschutz. Also Serie, Fliegenschutztüre, Zuziehhilfe, Trittstufe, Fahrerhausverdunklung. Und jetzt geht es noch weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unglaublich. Leichtmetallfelgen, 16 Zoll, serienmäßig verbaut. Und das Maxi-Fahrwerk. Ja, und das ist nochmal ein ganz besonderes Ding hier, dieses Maxi-Fahrwerk. Weil es gibt ja dieses 6,36 Meter Fahrzeug auch von anderen Herstellern. Und hier bei Clever haben wir also das besonders gute Fahrwerk, nämlich das echte Maxi-Fahrwerk mit den verstärkten Bremsen, mit dem verstärkten Fahrwerk, mit den 16 Zoll Bereifungen und mit den Kotflügel-Amplikationen hier im vorderen Bereich. Daran erkennen Sie den echten Maxi, an diesen Kunststoff-Amplikationen. Denn die falschen Maxis oder die Light-Maxi-Fahrwerke, die haben die nämlich nicht vorne, sondern nur hinten. Wir haben sie hinten auch noch mal dabei. Da sind sie, dann sehen Sie das. Und 6,36 Meter erkennen Sie übrigens immer hier an der Außenbeleuchtung, die auch hier noch mal verbaut ist. Wo ist sie? Da ist sie. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht weiter. Metallic-Lackierung All-In. Können Sie sich eine Farbe aussuchen. Silber, Grau, Rot. Golden White ist so ein Champagner-Farbton, also es gibt diverse Farben, die da zur Verfügung stehen. Super Sache. Schwarz gibt es auch noch und Profondo Rot ist so ein Weinrot, auch schön. Stoßfänger vorne sind auch lackiert, da können wir auch einmal kurz nochmal drauf schwenken und dann vielleicht von da filmen, weil da sieht es dann besonders gut aus. Auch hier bei dem Silber sehr schön hier der Kontrast, die Lichtspiegelung, die Formgebung des Fahrzeugs, die Schattenspiele. Alles trägt dazu bei, dass sie einen wunderschönen Clever haben. Ja, aber der absolute Höhepunkt bei unserem Runner ist ja im Grunde genommen, dass wir die Kombination haben von wunderschöner Sitzgruppe vorne, tollem Badezimmer. Da gucken wir jetzt rein und anschließend gehen wir mal in den Schlafbereich. Gehen wir mal vor. Und jetzt machen wir es so, der Schneider kommt mir mal hinterher und ich gehe sogar mal ins Badezimmer rein. Das haben wir jetzt hier. So, der Schneider kann auch mal nach unten filmen, dann sehen Sie meine Füße. Hier sehen Sie alles schön geräumig. Hier wäre dann auch die Duschtasse. Hier haben wir dann das Waschbecken mit dem herausnehmbaren Duschbrausekopf. Den können Sie dann nehmen und sich so ein bisschen abduschen. Wunderbar. Ne? Oder Sie führen das einfach hier nach außen und duschen sich draußen ab. Fenster im Bad ist auch Serie. Genauso, Herr Schneider, wie hier der Spiegel. Und jetzt kommen Sie mal richtig rein, dass die Leute Sie auch mal erkennen. Ne? So, das, hallo. Das ist der Herr Schneider hier, das ist er. Gucken wir mal gemeinsam. Genau. Ja. So. Ja, Toilette kann man sich auch draufsetzen. Mache ich jetzt mal. Kurzer Test hier. Sehen Sie mal. So, wunderbar. Auch die Anwinklung der Füße ist sehr schön, also sie baumeln jetzt hier nicht in der Luft. Ich bin jetzt zwar kein Riese, aber 178 cm lang und also ich bin jetzt, sag ich mal, normaler Durchschnittseuropäer und da sitze ich eigentlich ganz gut. Ja, für die Mädels, die jetzt auch vielleicht zukommen, die sagen ja meistens, hör mal, wo tust du denn meine Hygieneartikel rein und so, ich habe auch noch einen Föhn, wie geht das denn?
haben aber clever eine Lösung, und zwar in den Hygieneschränken. Die zeige ich Ihnen jetzt mal. Die sind nämlich hier oben, die sind ganz praktisch. 1, 2. Und ja, hier kriegen sie alles wunderbar drin unter. Und Föhn, Toilettenpapier oder diese Aquacams. Das ist ja so ein Zusatz, den schmeißt man ja dann noch in so eine in die Toilette mit rein, damit alles, was da rein kommt, in die Toilette anschließend schön blau ist. Deswegen heißt die Aquacam Blue. So, das ist dann jetzt von Tedford, die gibt es aber auch von allen möglichen Herstellern. Also da können sie dann das nehmen, was sie eigentlich sagen. Dat, da haben sie gute Erfahrungen mit. Ja, und hier ist er. Hier ist er, der Liegebereich. Und ich mache das jetzt mal einfach. Ich lege mich jetzt mal rein. Hören Sie mal, so stellt man sich das doch vor, oder? Tagsüber schön draußen sitzen bei schlechten Witterungsverhältnissen. Da können Sie sich dann reinsetzen, schön duschen oder waschen. Großen Kühlschrank, den leer machen und anschließend ins Bett legen. Und gucken schlafen. Sie mal hier. Und schlafen. Ach, guck mal, da ist der Ralf. Da ist er. Das ist unser Kastenwagen-Gott Ralf Gösser. Und, ich war noch vor 4 Wochen Papst. Jetzt bin ich ja, habe ich ja überhaupt keinen mehr, wo ich hoch kann. Ja, jetzt genau. Ja, aber Ralf Gösser, der hat uns jetzt hier mal besucht. Super. Und ja, jetzt haben sie ihn auch noch mal gesehen. Den haben wir ja auch noch in einem Video, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Da hatten wir Händlertagung, hören Sie mal. Da hatten wir ordentlich einen. Also das kann ich Ihnen dann mal beim nächsten Mal zeigen oder davon berichten. So, jetzt haben sie natürlich die Möglichkeit, wenn sie sich hier jetzt zu zweit drin wohlfühlen, bei Gelegenheit vielleicht auch sagen, komm, jetzt haben wir irgendwie vielleicht mal Bedarf. Dann besteht auch die Möglichkeit, hier diese beiden Haken auszuklinken. Und dann können Sie das hier so reinpacken. Übrigens, bevor ich jetzt das Kuschelkissen einlege, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Händlertagung, wo ich gerade kurz von erzählt hatte, die war ja im Werk in Ungarn. Ich habe mir alles genau angeguckt und ich sage Ihnen eins, ich bin begeistert. Wir haben nämlich hier das Original Clever Lattenrost. Und das ist also schon ein richtiges Qualitätsmerkmal, denn wir formen diese Lattenroste selber im Werk. Wir lackieren die Aluminiumgestelle, wir schweißen die Aluminiumgestelle und wir haben dann natürlich auch hier diese Holzelemente, die wir dazufügen. Und ein super Lattenrost, schön leicht von der Handhabung und besonders komfortabel. Und hier können Sie dann das Kuschelkissen reinlegen und dann haben Sie eine riesen Spielfläche hier. Bei schlechtem Wetter kann man sich hier also auch mal sehr schön aufhalten. Ja, jetzt bitte ich den Herrn Schneider noch mal einmal rumzukommen. Ja, wir sind wieder dran. Okay. So, wir gucken mal hier drunter. Wir haben nämlich hier jetzt die Heizungsanlage. Ach so, hier können Sie also auch zum Beispiel prima einen Tisch hin drunter legen unter dieses Lattenrost, zum Beispiel so 60 x 80 cm. Passt sehr schön. Und hier hätten Sie dann die Heizungsanlage, da ist sie, die Truma Kombi mit dem 10 Liter Warmwasserboiler. Da ist sie. Und hier haben wir noch einen zusätzlichen Stauraum, wo sie alles Mögliche drin unterbringen können. Vielleicht haben wir es richtig drauf. Ich hoffe ja. So. Truma-Heizung. Das und das. Jetzt noch einmal das Kissen darüber. Und dann schauen wir hier nochmal rein. So, da muss ich mir ein bisschen bücken. So, hier haben wir den Frischwassertank. Und der Frischwassertank, der hat also 80 Liter. Der Abwassertank. Da bin ich wieder. Der Abwassertank ist ja unten drunter und der Abwassertank, der hat 90 Liter. So, wenn Sie hier rein, ist gut, ich halte fest, Herr Schneider, ist gut. Wenn Sie hier aufdrehen, können Sie prima sauber machen. Ne? Mal eben mit einem Frottetuch durchwischen nach schöner Urlaubsreise. Und ansonsten haben Sie hier noch einen Stauraum, wo Sie vielleicht ein paar Decken oder irgendwas unterbringen können. Oder Sonnenschirm zum Beispiel. Sonnenschirm passt gut rein. Was kann man sonst noch hier gut rein tun, Herr Schneider? Ja, es fallen ja eine ganze Menge Utensilien an, die ein Camper dabei haben muss. Selbst das Kabel kann dazu oder ein Schlauch. Andere Sachen, Keile, die man braucht als Beispiel. Also aber es sind Schlauch, viele Möglichkeiten. Aber Schlauch ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, weil beim Schlauch haben Sie eben die Möglichkeit,
den Frischwassertank dann zu befüllen. Und der kriegt gerade hier von den Kollegen, von der Kollegin hier, die verteilt hier Schaumküsse, muss man ja jetzt sagen. Oder Schaumküsse mit Migrationshintergrund. So heißt es, glaube ich. Unsere sind aber weiß glasiert. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Kabel. Stauraumkabel, Schlauch. Ja, ja. Also Schlauch ist gut, ne? Besser als Gießkanne, weil geht eben schneller, man muss nicht so oft laufen. Bei 80 Litern, bei 10 Liter Volumen, Gießkanne wäre ja 8-mal laufen. Schlauch brauchen sie nur einmal laufen, ist praktisch. Ja, dann haben wir hier noch schöne Ablagefächer, ne? Für Brille oder Taschentücher, die sie hier unterbringen können. Und hier oben auch noch. Und ja, ich würde schon fast sagen, und sind wir fast durch. Noch mal ganz kurz hier zu den Oberschränken. Da haben sie also auch super hier alles dabei. Ne? Gibt es auch keinen Ärger. Linke, rechte Seite, wunderbar. Ansonsten Citroën-Chassis, super Motor, 163 PS, Euro 6, AdBlue-Zusatz, Klimaanlage drin, Fensterheber, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Tempomat, Radiovorbereitung mit Lautsprechern und Dachantenne, den kompletten Innenausbau, so wie Sie ihn hier sehen, mit Metallic, wie gesagt, Alufelgen, den Maxi-Chassis, elektrischer Zuziehhilfe für die Fliegenschutztüre, Fahrerhausverdunklung, super Dachhauben, zwei Stück, vorne 50-70, hinten 40-40, Regler für die Gasanlage. Ach, ganz wichtig noch, hatte ich eben vergessen, zur Heizungsanlage. Wir haben noch das CP Plus Bedienelement. Das ist auch serienmäßig beim Runner. Da können Sie sogar per Zeitschaltuhr entscheiden, wann denn die Heizung an- oder ausgehen soll. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist jetzt gar nicht so einfach hier auf der Messe. Jetzt ist es gerade 5 vor 10, jetzt gleich werden die Pforten geöffnet und die Menschen strömen hier rein. Wir hatten jetzt die Zeit, uns das in Ruhe anzuschauen. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und freue mich auf Ihren Besuch in unserem Autohaus. Sie können uns gerne auch auf unserer Homepage besuchen unter www.clever-reisemobile.com. Ganz wichtig, .com. Wir haben ja auch die App, die finden Sie im Google App Store oder im Apple App Store. Und Facebook sind wir auch vertreten. Ja, Sie können natürlich auch anrufen, geht auch. Telefonnummer 0171 111 6653. Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf oder Ihre Anfrage über unser Kontaktformular. Sagen vielen Dank und freuen uns auf, ja, auf Sie und aufs nächste Mal bei Clever TV. Tschüss! Clever TV wurde präsentiert von Autohaus Büsken.